Neuer Tag, neuer Vlog, beziehungsweise hier gibt es einen totalen Mix. Dieses Mal gibt es einen totalen Mix, weiß ich jetzt schon. Und ja, ich komme gerade von der Arbeit, heute wieder Minimal-Make-up. Und habe mir überlegt, ich wurde die Tage tatsächlich zweimal gefragt, was denn jetzt eigentlich... Ich habe vor einiger Zeit, habe ich in einem Haul-Video, habe ich euch gezeigt, dass ich ein Paket zugeschickt bekommen habe von Happy Glam, heißen die. Und hier handelt es sich um LED-Nagellacke, also Nagellacke, die man mit einer LED-Lampe aushärtet. Ich habe es jetzt getestet, es funktioniert jetzt sehr viel besser. Der erste Versuch war ganz schlimm. Ich kenne es halt von Gel-Lacken tatsächlich noch, dass man, wie soll ich das sagen, dass man die halt recht, also nicht Gel-Lack, sondern Gel-Modellage, dass man den schon recht dick auftragen muss, damit das alles vernünftig sitzt. Und das hat gar nicht funktioniert, es war ein totaler Fail. Und dann hat meine liebe Ansprechpartnerin bei Happy Glam mir geschrieben, dass ich die wirklich ganz dünn auftragen soll, den Basecoat, den Nagellack, beziehungsweise den Farbgel-Lack, dann nochmal in zwei dünnen Schichten und dann den Topcoat. Und jetzt muss ich sagen, klappt es ganz gut. Der hier, also der Zeigefinger, der ist mir tatsächlich heute einfach so komplett abgefallen. Also ich bin mit dem Finger irgendwie ganz blöd gegen die Schublade gedingst und dann ist der Lack komplett abgefallen, also auch in einem Stück. Das habe ich auch noch nicht gehabt, aber lässt sich dann doch relativ schnell wieder nachmodellieren. Es ist natürlich was anderes, als wenn ihr normalen Nagellack nehmt. Ich meine, ich habe da auch immer einen Basecoat, zwei Schichten Farblack und einen Überlack genommen. Habe ich auch. Aber man könnte jetzt sagen, also ich weiß gar nicht, was länger dauert oder was schneller geht. Weil der Lack muss dann ja auch aushärten. Aber man kann natürlich alle Nägel nacheinander lackieren. Hier ist es schon so, ich mache so zwei Nägel, härte aus, mache dann weiter. Beim normalen Nagellack lackiert man alle Finger in eins durch, warte bis trocken ist, dann die nächste Schicht, nächste Schicht, nächste Schicht. Dauert ja auch seine Zeit, ne? Und dann ist es auch nicht unbedingt so, dass die Nägel dann auch wirklich kratz- und stoßsicher sind und man nicht sofort wieder Macken reinhaut. Kommt immer auf den Lack an. Genau, also alles in allem muss ich sagen, ich habe euch das mal mitgefilmt und werde euch das hier gleich mal irgendwo am Rand einblenden, wie ich das gemacht habe. Einfach, damit ihr das seht, so Step by Step, und werde jetzt trotzdem noch so ein bisschen was dazu erzählen. Was mich an dem Unternehmen total interessiert hat, war, oder was ich total cool fand, war, dass, also erstens deutsches Unternehmen, zweitens frei von irgendwelchen giftigen Stoffen und drittens vegan, glaube ich, sogar auf jeden Fall tierversuchsfrei. Das fand ich ziemlich cool. Genau. Das finde ich ziemlich klasse. Und ich schaue mal eben, was die dazu geschrieben haben. Und zwar, ich habe sogar einen Rabattcode für euch. Ich habe nichts davon. Ich setze euch den Link trotzdem mal in die Infobox. Wenn ihr da einkaufen möchtet, spart ihr 30% auf alles für 2 Wochen. Das ist natürlich nicht so schlecht. Es sind keine schlimmen Inhaltsstoffe drin wie DEP, Formaldehyd, Xylene oder Camphor, die krebserregend sein können und zur Unfruchtbarkeit führen können. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Und mit den Lacken erzielt man ein langes, langanhaltendes Resultat. Das warten wir mal ab. Also wie gesagt, ich habe die gestern lackiert und habe es auch mitgefilmt hier. Und das sieht nicht so schön aus, weil ich habe mir den Finger hier am Wochenende richtig schlimm verletzt. Ich habe so geraspelt für meinen Besuch. Und habe mir den Finger an mehreren Stellen. Das sieht ganz schlimm aus, aber gut, es ging halt jetzt nicht anders. Ich wollte euch einfach zeigen, wie es geht. Hier steht 14 Tage plus Haltbarkeit, vegan und cruelty-free und, also tierversuchsfrei und keine toxischen Inhaltsstoffe. Das finde ich natürlich auch super. In dem Starter-Set, das ihr kriegen könnt, habt ihr einmal diese LED-Lampe, ne? Also die ich auch zum Aushärten benutzt habe. Einmal den Base und den Topcoat. Die kommen im Übrigen alle so verpackt in Pappe, ohne Plastik und ähnliches. Finde ich auch ganz cool. Die Flaschen sind mega hübsch. Wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Und was ist noch dabei? Ich gucke gerade mal. Nagelhautschieber, den finde ich im Übrigen großartig. Ich habe die nie benutzt früher, nie. Weil alle, die ich hatte, waren totaler Mist. Aber der ist tatsächlich auch recht scharf. Damit funktioniert das mit dem Nagelhautschieben auch. Und auch diese Seite hier, der Spatel, ist auch recht...
scharf, also man schneidet sich nicht, aber es ist schon scharf, dass man wirklich die Nagelhaut wegkriegt. Und was ich ganz cool finde, ist, dass der dabei ist, weil damit kann man dann auch den, wenn man so einen kleinen Patzer hat und der Lack so ein bisschen in die Ränder läuft, kann man das damit wegmachen. Aber das geht auch damit, aber das habe ich jetzt noch nicht ausgepackt. Genau, der ist, glaube ich, auch dabei. Nee, der ist nicht dabei, glaube ich. Der war nur bei mir dabei. So ein Pointer, womit man den Lack nochmal ein bisschen verteilen kann oder wenn man Muster malen möchte. Mit so einer Seite so ein ganz spitzer, schmaler Pinsel und auf der anderen Seite so ein, ich nenne es Pointer, genau. Dann ist dabei ein Nagelbuffer. Dann die Cleaning Pads. Das sind die, die kommen immer, sind immer zwei Stück verpackt. Genau. Und die Cleaning Pads, ich habe ja den Nagel gerade nachgebessert, die sind so groß und das reicht auch. Also das reicht auch völlig aus, um alle 10 Finger dann einmal von der Schwitzschicht des LED-Lacks zu befreien. Und was haben wir noch? Ich möchte euch ja keinen Quatsch erzählen. Die Soak-Off Wraps, das sind, ja, das sind auch so Tütchen. Die macht ihr oben auf. Und dann steckt ihr euren Finger da rein und knautscht das zu, lässt es einen Moment einwirken und dann kriegt ihr den LED-Lack leichter wieder ab. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, wahrscheinlich sollte man das nicht tun, aber als ich das erste Mal gemacht habe und das viel zu dick drauf war, konnte ich den Nagellack so abfriemeln, quasi wie so ein Peel-Off-Lack. Funktionierte hervorragend. Und was haben wir noch dabei? Deine absolute Lieblingsfarbe. Ich habe jetzt natürlich einige Farben hier und ich habe jetzt heute... Ich weiß nicht, irgendwie ist das meine Farbe. Der erinnert mich sehr an Bahama Mama von Essie. Und Essie-Nagellacke sind nicht tierversuchsfrei, deswegen kommen die mir nicht mehr in die Hütte. Außerdem ist die Haltbarkeit nicht so ein Knaller. Das hier ist die Farbe Upcoming. Gefällt mir ziemlich gut. Und, aber ich habe auch noch einige andere Farben. Zeige ich euch auch mal. Ich möchte die sowieso nicht alle verpackt lassen. Das ist die Farbe Down to Earth. Und ich muss sagen, dass der Lack, der da drin ist... Das passt schon mit der Farbe auf dem Etikett. Das finde ich sehr schön. Dann habe ich noch der blaue, der ist auch cool. Ich trage leider viel zu selten blaue Nägel, aber go with the flow, ne? In so einem schönen Blau. Also die Flaschen sind wirklich mega schön. Ich habe echt einige bekommen. Blacked out und ist... Wie der Name schon sagt, ein schwarzer Lack, LED-Lack. Dann haben wir noch Superpower. Das ist ein nicht reines Rot, aber schon sehr, beziehungsweise so ein Rot-Orange. Also eine ziemlich krasse Farbe. Gefällt mir trotzdem gut. Also ich durfte mir die Farben aussuchen. Die habe ich dann auch bekommen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich sie alle bekomme. Aber ist natürlich cool. Es ist auch ein Weiß dabei, wenn man mal Bock hat auf Deckweiß auf den Nägeln. Ich weiß, dass das viele total gerne mögen. Genau, also schon eine ganze Menge Farben habe ich da bekommen. Und genau, also man buffert die Nägel an, beziehungsweise nimmt erst den Nagelhautschieber, schiebt die Nagelhaut zurück, feilt die Nägel in Form, buffert die Nägel an, geht da einmal mit so einem Cleaning Pad oder ihr könnt auch einfach einen acetonfreien Nagellackentferner nehmen, geht damit über die Nägel, dann fangt ihr an mit dem Base Coat, eine dünne Schicht, dann aushärten, dann den Farblack, eine dünne Schicht aushärten, nochmal Farblack, eine dünne Schicht aushärten und dann den Topcoat, den auch eine dünne Schicht und aushärten, aber ihr seht dann ja schon, wie der Nagel aussieht. Ich habe bei einem Nagel so ein bisschen gepatzt und der Topcoat hat es so ein bisschen ausgeglichen. Das fand ich auch ziemlich gut. Also es hat gut funktioniert. Und genau, also ich bin alles in allem so, das erste Probieren war nichts. Beim zweiten Mal funktioniert es schon sehr, sehr viel besser. Genau, das wollte ich euch einfach nur mal erzählen. Und was kann ich euch denn noch sagen? Genau, also an sich, ne, mit 30%, guckt es euch an, es ist, also es macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Ich habe da jetzt auch noch ein Nagelöl dabei gehabt, bekommen, das finde ich im Übrigen sehr, sehr gut, also wirklich sehr gut. Erstens riecht das ganz nett, finde ich, also riecht ganz nett, jetzt nicht doll stark parfümiert, es ist halt einfach,
ja, ganz nett. Und es pflegt wirklich schön und die Nägel, die glänzen dann toll. Ich hoffe ja, dass ich es irgendwann mal in den Griff bekomme und nicht mehr so zerknibbelte Finger habe. Ich beiße nicht, ich knibbel, wenn ich nervös bin, eigentlich immer. Genau, und alles in allem finde ich das System eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt keine, die ins Nagelstudio geht. Also ich hätte jetzt auch nicht gespart, hätte ich dieses Set nicht bekommen und hätte einfach weiter Nagellack benutzt, weil ich würde sowieso nicht ins Nagelstudio gehen und mir Gelnägel machen lassen. Das habe ich in der Vergangenheit einmal gemacht. Danach habe ich mir Gelnägel selber gemacht und seit ein paar Jahren habe ich da gar keinen Bock mehr drauf, weil es einfach viel zu lange dauert. Das hier geht sehr, sehr viel schneller. Kann ich nicht anders sagen. Guckt es euch an. Ich wollte es euch erzählen. Es wurde danach gefragt. Hiermit habt ihr meine Antwort. Genau. Mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar habe ich ja immer wieder Sachen, so Kleinigkeiten beiseite gelegt, von denen ich gesagt habe, dass ich die gerne verlosen möchte. Und ich habe überlegt, das könnte ich eigentlich gut in diesem Video machen, weil ich möchte ja auch immer weiter reduzieren und ich möchte nicht, dass die Sachen dann hier ewig rumliegen. Und ich habe ja der Reihe nach. Ich habe ja ein großes Paket mit Parfum zugeschickt bekommen von Vivabi Parfum. Und ich habe meine absoluten 5 Lieblinge, habe ich für mich da rausgesucht. Und genau, ich habe natürlich deutlich mehr bekommen. Von daher dachte ich mir, ich habe hier so ein schönes großes Paket mit 10 von den Mini-Parfums. Und genau, ist auch eine schöne Variation. Also es ist nicht alles dasselbe. Also sowieso nicht alles dasselbe. Also verschiedene Duftrichtung. Ich finde die Parfums sehr schön. Die sind ein deutsches Unternehmen, tierversuchsfrei. Die Düfte haben 20% Parfümöl enthalten. Das ist sehr, sehr selten für Parfums, vor allen Dingen in der Preisklasse eigentlich gar nicht machbar. Da bekommt man höchstens ja, mal ein Eau de Toilette, aber kein Eau de Parfum. Ich bin sehr, sehr begeistert. Meine Freundin Claudi sagt, die riechen nicht den ganzen Tag. Ich rieche es schon den ganzen Tag und wenn man es auf die Kleidung sprüht, sowieso. Aber ich habe auch eine sehr empfindliche Nase. Und ja, die Parfums sind alle schön. Da ist nichts dabei, das müffelt. Das hat man schon so ein bisschen. Also müffelt ist ja Quatsch. Also es gibt ja kein Müffeln. Alles riecht ja irgendwie. Na, müffelt nicht, ist ja Quatsch. Aber ich habe halt dem Hersteller oder meinem Ansprechpartner gesagt, welche Düfte ich sehr gerne mag. Und aufgrund dessen hat er diese für mich ausgewählt. Und ja, ist sehr, sehr schön. Und dazu gebe ich auch noch einen von den Parfumständern. Genau, weil, ja, dann könnt ihr euch raussuchen, welche ihr am liebsten mögt. Könnt ihr euch die auch hübsch hinstellen. Und wenn was dabei ist, das ihr nicht so toll findet, könnt ihr das weiter verschenken, weil es sind immerhin 10 Stück drin. Genau, ich weiß nicht, ob mein Rabattcode noch gilt. Auch davon habe ich nichts. Wenn ihr dort bestellt, bekommt ihr kostenlos einen Ständer in Schwarz oder in Weiß dazu. Schaut einfach mal, ob es funktioniert, wenn es euch interessiert. Dann habe ich vor einiger Zeit mal ein paar Schmuckstücke von iCrush zugeschickt bekommen. Die Kette mit dem M dran trage ich ständig. Und hier habt ihr nochmal eine Kette mit so verschieden breiten Kettengliedern. Die ist sehr hübsch, aber ich trage andere einfach lieber. Genau, die möchte ich noch dazu geben. Und dann habe ich von Bourjolist dieses wunderschöne ja, Portemonnaie-Kartenhalter. Finde ich auch mega, mega schön. Da habt ihr einmal hier oben so ein Reißverschlussfach. Die Farbe ist auch toll, dieses Mauve-Rosé. Finde ich sehr hübsch. Ihr habt hier ein Fach für Kleingeld und Scheine. Dann könnt ihr hier eure Karten reinstecken, hier noch euren Personalausweis oder Führerschein. Ist auch sehr hübsch, aber ich brauche nicht so viel. Es ist sehr, sehr, sehr hochwertig verarbeitet aus Kunstleder, aber ehrlich gesagt merkt man das nicht, dass das Kunstleder ist. Es ist wirklich eine tolle Verarbeitung und kein Billigschrott. Das möchte ich euch noch dazu geben. Und dann noch, weil ihr wisst, Dalton ist für mich eine Herzensangelegenheit. Noch eine Maske. Hier steht für unreine Haut, aber allgemein ist sie für Mischhaut gut geeignet. Und ach so, genau. Bei Dalton gibt es jetzt noch, ich weiß nicht, bis zum 11. oder 12. Ich schreibe es euch mal dahin. Gibt es noch 30% auf alle nicht reduzierten Waren. So musste ich mal eben den Akku leeren. Tauschen, nicht leeren. Geleert war er ja vorher. Ich habe kein Affiliate-Code oder ich bekomme keine Provision. Es sind einfach 30% und ich finde, dafür kann man auch als Influencer ruhig Werbung machen, selbst wenn man keine Provision bekommt.
Genau, die lege ich auch noch dazu. Das heißt, ihr habt wirklich ein schönes Paket mit Parfum, Ständer, tolle Maske, Schmuck. Und diesen wirklich schönen Etui. Also finde ich, ist doch schon ein schönes Päckchen. Und ich schreibe euch in die Infobox, was ihr tun müsst, um das zu gewinnen. Weil ihr müsst natürlich nicht viel tun, außer Abonnent meines Kanals sein. Zwischendurch möchte ich auch einfach mal ein bisschen was an euch zurückgeben. Das mit den Verlosungen habe ich inzwischen sehr, sehr eingeschränkt, weil ich das einfach immer so schade finde, wenn Leute nur deswegen vorbeikommen und sich und danach wieder verabschieden, nur um an einer Verlosung teilzunehmen. Und wenn man zu viel Verlosungen macht, wird einem nachgesagt, man möchte sich seinen Abonnenten erkaufen, und so ist es natürlich nicht. Aber ich fand, es war jetzt einfach mal wieder Zeit, und man muss das ja nicht irgendwie an ein festes Datum wie Weihnachten oder irgendwas knüpfen, sondern mir war jetzt einfach danach, das hier mit einzubauen. Und guckt mal bei Dalton vorbei. Die haben jetzt den Produktfinder, da könnt ihr euren Hauttyp bestimmen lassen, und damit ihr genau wisst, was wahrscheinlich am besten zu eurer Haut passt, und könnt euch dann quasi eure Pflegelinie selbst zusammenstellen bei 30%. Das ist schon ein krasser Rabatt. Ich finde 20% schon immer heftig. Ich habe auch selber bestellt, weil ich mit meinem Freund entschieden habe, dass wir jemandem besonderen ein tolles Geburtstagsgeschenk machen möchten, und dafür brauchte ich noch einige Dinge. Und ja, ich bestelle da auch selber, und es sind auch Probensets, habe ich mir auch wieder mit dazu gelegt. Das ist nämlich auch so, ihr könnt, wenn ihr in dem Reiter Produkte oder so seid, gibt es auch den Punkt Probensets. Das heißt, wenn ihr da online bestellt, könnt ihr euch zwei Probensets dazu packen, und da ist richtig viel drin. Ihr habt nicht nur ein Sachet, sondern ich weiß gar nicht, 5, 6, 7, 8, je nachdem, was es für ein Set ist. Und zusätzlich dazu könnt ihr euch noch zwei Proben raussuchen. Das habe ich auch gemacht. Und ja, und man kann die immer. Und wenn man sie einer Freundin mit in eine Geschenktüte packt, oder es ist einfach genial. Es ist einfach genial, genau. Von daher, ich habe das selber bestellt. Bei 30% konnte ich es auch nicht lassen. Denn ich lasse mir von Dalton natürlich nur die Sachen zur Verfügung stellen, die tatsächlich auch für meinen Hauttyp sind, oder wenn ich mal was verlosen möchte. Aber nicht, wenn ich für meine Lieben Geschenke kaufe. Genau, das wollte ich auch noch mal kurz sagen. Ja, mir war gerade irgendwie danach, das mit einzubauen. So, und jetzt kümmere ich mich wirklich mal um meinen Kram und sehe zu, dass ich hier vorankomme. Hallo Freunde, ich habe gerade ein Paket von der Packstation abgeholt und habe wieder ein Päckchen bekommen von Dalton. Das wollte ich euch gerne zeigen. Ist tatsächlich kein PR ist es schon, aber es ist keine Ware, sondern ich habe einen Adventskranz zugeschickt bekommen. Den finde ich eigentlich ganz hübsch. Genau, mit Dalton-Deko dran, und sind auch zwei Ampullen verarbeitet. Finde ich irgendwie eine total süße Idee. Das ist einmal die Sleeping Beauty und die Hyaluron-Urea-Ampulle. Und hier sind auch noch zwei Kerzen dabei. Irgendwo. Hier, genau. Und auch noch weiße, das heißt, es passt bei mir auch noch ganz gut rein. Das ist natürlich super praktisch. Ich denke, ich werde mir den noch ein bisschen verzieren, weil man sieht mir hier ein bisschen zu viel. Man sieht hier ein bisschen zu viel von dem Kranz. Das heißt, da werde ich noch ein bisschen was drum wickeln. Aber alles in allem ist der doch ganz süß. Und was ich ja auch mega schön finde, ich habe euch ja gezeigt, dass ich ein Geburtstagspaket bekommen habe mit allerlei Leckereien aus dem Feinkostladen. Und unter anderem war da drin dieser wunderschöne Kranz. Ich meine, ist der nicht einfach wunderschön? Ich wollte ihn erst in den Flur hängen, aber ich finde ihn hier einfach viel schöner noch. Genau, hier sieht es überall aus wie Scheiße, und das ist nicht geschönt. Das sieht wirklich schlimm aus. Überall stehen Kartons, in jedem Raum stehen irgendwie Säcke, weil ich wieder Sachen, die ich aussortiert habe und die ich vielleicht noch verkaufen wollte, habe ich jetzt zusammengepackt und festgelegt. Die habe ich jetzt, keine Ahnung, was weiß ich wie lange, bei Vinted oder eBay Kleinanzeigen drin gehabt, und
es muss jetzt einfach weg. Ich will es jetzt einfach hier nicht mehr stehen haben. Und wenn die Leute es nicht für 2, 3 Euro kaufen, bin ich nicht bereit, es auch nochmal um 1 Euro zu reduzieren und mehr Arbeit damit zu machen. Das ist mir einfach zu doof. Deswegen kommt das jetzt weg. Und in meinem letzten minimalistischen Mittwoch, da habe ich auch ein paar Sachen aussortiert. Unter anderem 2 Taschen, 3 Paar Schuhe. Und ich habe sowieso nicht viele Taschen und ich finde auch sowieso nicht viele Schuhe. Im Verhältnis zu einer Minimalistin natürlich wahnsinnig viele Schuhe. Im Verhältnis zu meinen Freundinnen würde ich sagen wenig Schuhe. Genau, und davon habe ich 3 aussortiert und 2 Taschen. Eine ist noch da. Also wenn jemand von euch Interesse hat an meinem bildschönen weißen Puzzleback-Cube, natürlich mit Shoulderstrap. Genau, ich habe die weiße halt nicht so viel getragen, weil ich die schwarze einfach so sehr liebe. Liebe. Und im Übrigen hat sich eine Zuschauerin von mir, hat sich die, das Puzzleback Dupe gibt auch eine ähnliche Tasche, ich glaube von Shein. gekauft. Die Qualität ist nicht so schön wie meine, das muss ich schon sagen, aber trotzdem sieht sie der schon ein bisschen ähnlich und sieht meinem Dupe sowieso super ähnlich. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut nach der Tasche, nach dem Puzzleback Dupe auf jeden Fall mal bei Shein. Und ich muss unbedingt noch mein Dupes-Video drehen, weil hier steht alles voll mit Kram und ich möchte es hier einfach auch raus haben. Also behalten, was ich behalten möchte und zurückschicken, was ich zurückschicken möchte. Ja. Ist nicht so einfach. Genau. Jetzt überlege ich gerade, ob ich euch das hier in dieses Video mit einbaue. Aber nein, das ist Blödsinn, ne? Genau. Genau, nein, da mache ich ein separates Video zu. Das ist Quatsch. Ja, ich muss noch ein paar Schnipsel drehen zu den Nagellacken oder zu den LED-Lacken. Genau, von Happy Glam. Ich bin ehrlich gesagt, ja, ich finde den ganz gut, aber es ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich glaube, im Alltag wird sich LED-Lack bei mir nicht etablieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, dass man einfach für ein paar Wochen schöne Nägel hat. Und ich bin jetzt sowieso keine, die Geld sparen würde, weil sie einfach in Zukunft dann nicht mehr ins Nagelstudio gehen würde. Ich war in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal im Nagelstudio. Und weil mir das einfach, ich weiß nicht, das ist mir die Zeit irgendwie nicht wert. Und wenn es dann rauswächst, dann muss es wieder runtergefeilt werden. Und genau, von daher mache ich meine Nägel eigentlich immer selber. Und ja, ich habe sowieso nicht die schönsten Hände der Welt, von daher kommt es darauf dann auch nicht mehr an. Ja, ist wie es ist. Genau, und ja, alles in allem, ich bekomme am Wochenende Besuch. Ich hatte ja letzte Woche Geburtstag, also am 26.10. Geburtstag. Und an dem Wochenende habe ich jetzt nicht gefeiert, weil die Freunde, die hatten halt an dem Wochenende darauf keine Zeit. Das heißt, wir haben es jetzt um eine Woche verschoben und es findet jetzt diesen Samstag statt. Wir haben heute Donnerstag. Meine Wohnung sieht aus wie Scheiße, einfach weil ich letztes Wochenende so gelitten habe, ich hatte keinen Bock, was zu machen. Also ich habe das den minimalistischen Mittwoch gedreht und das war wirklich auch schon das höchste der Gefühle. Also mehr ging einfach nicht. Ich habe eigentlich nur rumgelegen, mich selbst bemitleidet und ja, dieses Video gedreht und geschnitten und mehr ist nicht gelaufen. Genau. Von daher muss ich ganz schön viel machen und ich habe ganz schön wenig Lust. So, ich bin jetzt schon eine ganze Ecke weit. Das ist schon viel ordentlicher. Morgen wird dann nochmal ordentlich geputzt. Also ich habe jetzt alles aufgeräumt, die Böden abgesaugt, Staub geputzt und morgen wird dann nochmal das Bad geputzt und gewischt. Und dann bin ich durch. Sehr schön. Es ist auch nur 3 Stunden später. Aber gut, ich lebe halt auch alleine. Ich habe meine 54 Quadratmeter auch alleine. Sauber zu halten. Mein Zahn puckert, ich habe Angst. Bin ich ganz ehrlich mit euch, ich habe Angst. Aber gut. Beim Aufräumen sind mir wieder Dinge in die Hand gefallen, die ich aussortiert habe. Und ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Was ich jetzt nochmal aussortiert habe, sind weitere 2 Filme. Und zwar einmal Der Teufel trägt Prada. Schöner Film, aber habe ich jetzt 2-mal gesehen, reicht. Und wenn Liebe so einfach wäre mit Meryl Streep, Steve Martin und Alec Baldwin. Sehr lustig, habe ich 2-mal gesehen. Tatsächlich den hier auch vor ein paar Tagen nochmal. Reicht jetzt nochmal, brauche ich ihn nicht sehen. Und ich habe so 2 bis 4 Liebeschnulzen, die kann ich nicht aufgeben. Aber
Also der gehört nicht dazu. Und ja, das ist jetzt gut damit. Dann, das waren zwei Teile. Und dann sortiere ich dieses Teil hier aus. Das habe ich geschenkt bekommen zum Wichteln im letzten Jahr oder vorletzten Jahr von einer ehemaligen Arbeitskollegin. Und ja, ich habe keine schönen Gefühle, wenn ich daran denke. Ich glaube nicht, dass sie mich besonders geschätzt hat. Und ich hatte sie eigentlich ganz gerne. Und daran muss ich immer denken. Und deswegen geht das jetzt. Genau. Dann habe ich aussortiert diese Stifte. Die habe ich tatsächlich auch vor Jahren mal, vor zwei Jahren, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Aber ja, einige davon sind inzwischen nicht eingetrocknet, aber malen nicht mehr richtig. Also doch, dann sind sie ja eingetrocknet, ne? Malen nicht mehr sauber. Und das Problem ist, dass sie wahnsinnig durchbluten. Das heißt, im Prinzip ärgert es mich dann und sonst verwende ich keine. Außer zum Planer bemalen benutze ich diese Marker nicht. Oder zum Bullet Journaling, also zum Journalen allgemein. Und wenn ich dann immer nur jede zweite Seite beschreiben kann, weil das hier durchdrückt, muss ich es nicht behalten. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Zwei Stifte, zwei Farben. Ich kann es euch gerade nicht zeigen, weil die Tasche anderswo ist, habe ich behalten, weil ich die Farben besonders gerne mag. Und wenn ich dann mal auf einen Aufkleber schreibe oder irgendwo extra noch drauf, finde ich die halt besonders schön und die sind auch noch gut in der Qualität, also noch nicht trocken und auch nicht ausgefranst, weil das Problem bei diesen Stiften ist auch, ihr habt, was ich eigentlich ganz cool finde, ihr habt einmal diese breite Spitze, also diese pinselartige Spitze, die aber kompakt ist, also in 1, und auf der anderen Seite habt ihr quasi Text, also wie nennt es sich, so ein Fineliner, quasi wie ein Stabilo. Das ist echt schon richtig geil und wie gesagt, zwei Farben, noch sehr, sehr gut in Schuss und die mag ich auch besonders gerne, habe ich behalten. Auch weil ich das natürlich toll finde, dass die liebe Vanessa mir die damals geschenkt hat und ein bisschen was davon möchte ich gerne behalten, nur es macht keinen Sinn, Farben aufzuheben, die entweder nicht mehr funktionieren oder die mir einfach nicht gefallen. Und genau, die kaputten, also die wirklich komplett ausgefranst sind, die werde ich noch aussortieren. Werde ich gleich nochmal auf dem Blatt Papier ein bisschen rumprobieren und dann kommen die mit an die Straße. Ich stelle ja immer alles an die Straße zum Verschenken. Ich mache mir nicht mehr die Arbeit, irgendwas zu verkaufen. Das macht hier auch keinen Sinn. Und genau, was noch gut ist, kommt dann zusammen mit den Stiften, die ich letztes Mal schon aussortiert habe, in meinem minimalistischen Mittwoch, mit an die Straße. Genau, das heißt 19, 20, 21, 22. Und dann habe ich noch den, ich sortiere quasi meinen Planer aus, den ich, genau, ich glaube anderthalb Monate für mein Budgeting verwendet habe. Einfach weil ich meinen Planer von Motherm so viel schöner finde und ich finde es irgendwie Quatsch, den dann zu behalten. Und den stelle ich auch mit an die Straße, weil da ist nichts mit. Und es wäre dann schade. Und ich habe den wirklich nicht lange benutzt. Ich habe den irgendwann vor einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, habe ich den mal gekauft und dann nie verwendet. Und genau, vielleicht findet er dann ja ein neues Zuhause. Vielleicht jemand, der ihn gerne haben möchte. Die Box sortiere ich nicht aus. Das ist meine Aussortierbox. Genau. Und in meiner Küche habe ich auch noch was aussortiert. Und zwar einmal diese Muffin. Förmchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde den Sinn von Muffins nie verstehen. Niemals. Wenn ich Bock habe, einen Topfkuchen zu essen, backe ich mir einen Topfkuchen. Ich mache keine Muffins und erst recht mache ich keine Cupcakes. Ich habe da keinen Bock drauf und so lange sind die auch schon in meiner Schublade. Ich habe tatsächlich auch noch Förmchen aus Silikon, die man also immer wieder verwenden kann und die kommen jetzt weg, weil es keinen Sinn macht. Ich backe keine Muffins und auch Kuchen backe ich äußerst selten. Das Problem ist nämlich, wenn ich Kuchen backe, bin ich die Einzige, die den isst, weil mein Freund einfach nicht so auf Kuchen steht. Und das heißt, ich esse den dann alleine auf, was nicht unbedingt figurförderlich ist. Es macht mich glücklich, solange bis ich dann am Ende der Woche auf die Waage gehe. Deswegen lassen wir das. Und genau, kleine Portionskuchen, da mache ich mir die Arbeit nicht. Daher sortiere ich diese Förmchen aus und zähle ich mal als ein Teil. Das zähle ich nicht als Teil, das entsorge ich einfach. Das hatte ich mal in einer Box mit drin.
Und der ist abgelaufen 07:21 und genau, ich habe nie Bock drauf gehabt, dieses Sauerteigbrot zu backen. Deswegen hätte ich es wahrscheinlich jemandem geben sollen, der gerne backt. Schade jetzt drum, aber abgelaufenen Kram gebe ich nicht weiter. Ich weiß, garantiert haltbar bis heißt nicht sicherlich tödlich ab, aber das mache ich nicht. Also hätte ich einfach früher weitergeben müssen. Jetzt ist zu spät, jetzt kommt es in den Mülleimer. Dann sortiere ich diese drei Dinger hier aus, die eigentlich super sind, um zum Beispiel Lidschatten da drin, einzelne Lidschatten da drin zu sammeln oder was weiß ich. Ich hatte sie in meiner Küche zusammen mit diesem Teil in einer Schublade und habe darin mein Besteck und so, keine Ahnung, Glasstrohhalme, Essstäbchen und so weiter sortiert. Ich habe aber von meinem Freund zum Geburtstag ein richtig schöne Bambus-Schubladeneinteilung bekommen zum Ausziehen, sodass ich diese Plastikteile nicht mehr brauche. Und das sind auch nochmal vier Teile. Und das hier wird wahrscheinlich keiner verstehen, aber ich sortiere diese, und ja, ich habe sie nicht sauber gemacht, ich sortiere diese Kühlschrankeinsätze für unter, wie heißt das, für unten im, als Obst. Bla, sortiere ich aus, weil ich benutze sie nicht. Mein Kühlschrank ist der letzte Scheiß. Irgendwann wird der ausgetauscht, aber halt jetzt noch nicht. Das Problem ist, wenn ich diese Dinger benutze, verschimmelt mir da drin immer mein Gemüse. Immer. Jedes Mal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt wahrscheinlich am schlechten Kühlkreislauf meines Kühlschranks. Aber den Kühlschrank werde ich dann später auch nicht verkaufen. Das heißt, ich brauche dann auch dieses Ding nicht. Das kommt dann auf den Elektroschrott oder diese Dinger. Und die stehen seit Ewigkeiten in meiner Küche auf meinem Müllsortiersystem. Und ich will die da einfach nicht mehr haben. Das heißt, die sortiere ich auch aus. Das heißt, wir haben hier zwei, drei, vier, fünf. Also es sind fünf Stück. Sechs und auch wieder große Teile. Ich freue mich. Sieben. 8, 9, 10, 11 und das waren 19, 30. Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Ich freue mich total. Das ist super viel. Ich habe letztens in meinem minimalistischen Mittwoch, ich glaube, das Video hier werde ich auch am Mittwoch hochladen, habe ich ja auch über 30 Teile aussortiert. Das nimmt jetzt natürlich nicht viel Platz weg, aber ein bisschen. Und das hier ganz viel. Und ich weiß immer noch nicht, habt ihr eine Idee, was macht man mit den ganzen aussortierten CDs und DVDs? Verschenken kann man nicht, weil niemand will sie haben. Ich habe im Freundeskreis rumgefragt, niemand will CDs, DVDs haben. Ich stelle es jetzt an die Straße, wenn es da nicht weggeht, muss ich es mit zum Recyclinghof nehmen, weil was soll man sonst damit machen? Genau, es ist irgendwie schade. Freunde, ich habe gerade entschieden, dass ich diesen Spiegel ausmiste, den ich mir vor anderthalb Jahren, 2 Jahren, ich weiß nicht genau, bei Action gekauft habe, weil der mich nervt. Der ist sowieso immer über und der ist nicht so richtig cool, der ist irgendwie auch nicht so richtig strahlend. Kommt weg. Ich finde es ja immer geil, wenn große Dinge ausgemistet werden. Guck mal, geputzt werden müsste er auch mal. Spare ich mir damit auch. Ich habe noch was gefunden, bei dem die Frustrationsgrenze endlich erreicht ist und ich es aussortiere. Und zwar diese blöde Uhr, die auch mal wieder stehen geblieben ist. Gefühlt. Und ist direkt im Müll gelandet, weil die brauche ich auch nicht. Also ich nehme gleich noch die Batterie raus, natürlich. Gefühlt packe ich da einmal im Monat eine neue Batterie rein, einmal im Monat, vielleicht auch alle 2 Monate. Und die Uhr, die geht immer nach. Das heißt, die tickt zu langsam. Ich muss sie quasi auch alle 2, 3 Tage stellen, damit es passt. Das ist auch Mist. Keine Ahnung, ob ich das so lange bei mir behalten habe oder sie so lange bei mir behalten habe, aber sie darf jetzt gehen. Ich bin sehr froh. Und damit waren wir jetzt im November schon bei 32 Teilen. Yay! Ich habe ein Problem. Gestern Abend hatte ich ja Gäste. Habe hier auch schon wieder alles in Ordnung gebracht. Ich bin super happy, dass alles wieder super sauber ist. Aber eine Freundin, die hat mir gestern Kuchen gebacken.
und hatte mitgebracht. Und wir haben gestern, das ist ein kleiner Kuchen gewesen, aber wir haben gestern halt quasi alle davon als Dessert gegessen, mit Ausnahme von meinem Freund, der isst halt keinen Kuchen. Und das ist über. Und der ist mega lecker. Also das ist jetzt, es ist ein normaler Speiseteller, keine Kuchenplatte, ne? Also quasi so ein Viertel davon. Aber ich glaube, ich muss den essen. Und ich habe gerade keinen hier, der mich davon abhält. Weil mein Freund erst gestern Abend tatsächlich nur nach Hause gefahren, weil es dem so schlecht ging. Also richtig schlimm erkältet. Das hatten wir ja schon vor 2 Wochen. Und dann ging es ihm relativ schnell wieder gut, weil er halt auch, er lässt ja nicht zu, dass er krank wird und kuriert sich dann aus, sondern er macht dann einfach alles wie vorher auch und hofft, dass die Erkältung einfach keine Chance hat, durchzukommen. Hat sich in diesem Fall gerecht, weil sie kam jetzt doppelt so schlimm zurück. Der ist so lecker, ihr macht euch kein Bild. So lecker. Hello, mit dem Fransenpulli und der muss schon wieder gekämmt werden. Ich liebe ihn. Don't come for me, I love it. Ich wollte euch kurz zeigen, ich hatte hier kürzlich ein Designer-Dupes-Video oder Designer-angelehnte Stücke-Video hochgeladen und ich wurde immer wieder gefragt, was ich davon behalten habe und ich habe mit dem Gedanken gespielt, diese knautschige von H&M zu behalten, die ich sehr schön fand. Aber mit dieser dicken goldenen Kette, ich habe mich dann gefragt, wann werde ich die tragen? Oder die Padded Kisette, quasi das Bottega Veneta Dupe, weil die war schon sehr, sehr schön verarbeitet. Aber ich habe mich entschieden, sie nicht zu kaufen, denn ach, ich habe mich so ein bisschen verliebt in eine Tasche von Fossil, die Brooke nennt. Die sich, glaube ich, Brooke, genau. Und darauf möchte ich gerne sparen, die möchte ich mir kaufen. Dann am liebsten natürlich Preloved, aber ich habe sie nirgendwo gefunden. Also wenn ihr irgendwo die Fossil Brooke findet, gebraucht, nehme ich die natürlich viel lieber, als dass ich sie mir neu kaufe. Aber ja, es ist jetzt auch keine unerschwingliche Tasche, die kostet 150 Euro, wenn ist sie auf jeden Fall meistens zu bekommen bei Fossil selber und bei Amazon habe ich sie auch schon gesehen. Und ja, also es ist erschwinglich, aber ne, im Moment haben ja andere Dinge Priorität, wie ihr wisst. Ich bin ja on a budget. Ist, wie es ist, on a budget. Und genau, von daher kommt es im Moment nicht in Frage. Und ich hab mir dann überlegt, wenn ich jetzt diese 30, die eine, 35, die andere Tasche ausgebe, dann wären das, also egal welche davon, ne, von mir aus sagen wir mal 30 Euro, wäre das ja quasi schon ein Fünftel von der Tasche, die ich eigentlich haben möchte. Und dann ist es doch bekloppt, sie zu kaufen. Nur weil ich sie jetzt gerade hübsch finde. Hübsch sind sie definitiv, also genau. Aber ich habe bei Hasimausi nicht nur das gekauft oder bestellt, sondern auch ein paar Kleidungsstücke. Und von den Kleidungsstücken habe ich tatsächlich auch was behalten. Und zwar hatte ich mir vor einiger Zeit schon mal weggefallen. Basic-T-Shirts bei H&M gekauft. Die sind recht dünn, wie ihr sehen könnt. Aus 100% Baumwolle. Mit V-Ausschnitt, was ich persönlich sehr gerne mag. Und ganz gerade geschnitten, nichts Besonderes. In Schwarz und in. Sagt sie in Schwarz und in Weiß. Zeigt sie erst das Weiße und hier ist das Schwarze. Genau, ich habe davon schon jeweils eins. Und ich trage sie so gerne, sowohl drunter, als auch zum Sport, als auch überhaupt. Ich finde die einfach sehr, sehr, sehr gut von der Qualität. Die sitzen super. Und deswegen habe ich mir davon nochmal ein Set gekauft. Für 10 Euro zwei T-Shirts, kann man wirklich nicht sagen. Und 100% Organic Cotton. Und ich habe mir eine Hose gekauft. Wieder eine schwarze. Was soll das auch sonst sein? Mach einen schlanken Fuß. Und genau, hier ist kein Stretch drin. Deswegen musste ich sie in 42 kaufen. Was ja nicht schlimm ist. Die Größe ist eine Größe. Aber in 40 war es wirklich so, ich habe sie hochgekriegt und zugekriegt. Und dann bin ich so gewatschelt. Also sitzen wäre keine Option gewesen. Und das wollen wir ja nicht, ne? Und bei 10 Euro, weil die war jetzt reduziert von 20, was ja auch schon nicht teuer war, auf 10 Euro. Und die ist hochgeschnitten, hat relativ große Taschen, was bei großen Popos eigentlich schöner ist, weil dadurch, wenn, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn jemand einen großen Popo hat,
und so kleine Taschen hinten drauf. Sieht der Popo viel größer aus. Und deswegen habe ich die hier mal mitgenommen. Und genau, die ist auch gerade geschnitten und hat unten gerade Beinabschlüsse. Genau, mal was anderes. Ne? Hat es bei mir auch schon lange nicht mehr gegeben. Genau, aber high-waisted ist es geblieben. Genau. Und ja, mit der fühle ich mich ganz wohl. Und deswegen durfte die bleiben. Das heißt, ich habe diesen Monat in aus meinem Kleidungsbudget 20 Euro investiert in diese Kleidungsstücke, die aber noch nicht bezahlt sind, weil ich habe das über Planer gemacht und da ich die anderen Sachen zurückgeschickt habe, muss ich jetzt die Rückbuchung der Ware abwarten, damit ich meine Rechnung bezahlen kann. So habe ich es auf jeden Fall verstanden, weil ich habe nicht rausgekriegt, wie ich sonst machen soll. Ich soll halt jetzt warten. Genau, das heißt, da 20 Euro und ich habe mir eine Winterjacke bei Vinted gekauft. Winterjacke bei Vinted? gekauft. Die ist auch noch nicht da, von Cujo. Die kostet sonst 180 Euro und ich habe jetzt 50. Ein paar zerquetschte inklusive Versandkosten bezahlt. Und bin gespannt, wenn sie ankommt, ob sie wirklich so super ist, wie ich mir das vorstelle. Mir war jetzt nicht wichtig, dass sie ultra schick ist. Mir war wichtig, dass sie richtig dick und warm ist. Und ich habe tatsächlich mit einer Wellensteinjacke geliebäugelt, aber ich wollte, ja, natürlich würde ich sie gerne Preloved kaufen, weil das natürlich ein Wahnsinnspreisunterschied ist, ob man diese Jacke nun für 250 Euro bei Wellenstein, wir haben sogar einen Wellenstein-Shop hier in Osnabrück, kauft. Oder ich kann sie halt nicht anprobieren. Und dann fällt mir gerade ein, war das ziemlich doof von mir, weil ich hätte ja einfach hier in den Wellenstein-Shop gehen können, um zu gucken, wie die Modelle sitzen. Denn ich habe eine Arbeitskollegin, die trägt eine recht große Größe und hat im Verhältnis dazu eine recht kleine Jacke gekauft. Die sitzt bei ihr super. Und eine andere ehemalige Kollegin, die sehr, sehr, sehr schmal und zart ist und die Jacke tatsächlich in meiner Meinung nach sehr viel größer gekauft hat. Die ist eigentlich eine XS und hat sie in M gekauft. Und die andere Kollegin ist mehr so eine 44, 46 und hat sie in ML gekauft. Also, und meine Freundin, meine liebste Freundin, ist auch so eine Größe 40 und sie hat die in XL. Also, man kann sich nicht so richtig auf das Sizing verlassen. Von daher dachte ich mir, bevor ich mir jetzt für 120, 130 Euro eine gebrauchte Wellensteinjacke kaufe, die dann vielleicht nicht passt und dann muss ich sie wieder weiterverkaufen. Auf dieses Gepangel habe ich keinen Bock. Bei der Cujo-Jacke war es so, dass die junge Frau oder ich weiß nicht, ob sie jünger oder älter war, man hat den Kopf nicht gesehen, die diese Jacke auf dem Bild getragen hat, halt ungefähr, mein Figurtyp ist ungefähr, wenn man das so ungefähr abschätzen kann, sodass ich denke, sie wird ganz gut passen und ist nicht viel getragen. Sie ist schwarz, sie ist warm und alles, was ich will. Genau, das heißt, das werde ich dann auch noch, beziehungsweise ich werde das nicht von meinem Kleidungsbudget nehmen, sondern das werdet ihr dann am Wochenende in meinem Wochenabschluss sehen, weil ich habe das jetzt quasi mit einer Zusatzzahlung beziehungsweise einer Nebeneinkommenzahlung ein bisschen mit verrechnet und genau, von daher muss ich nichts aus dem Umschlag nehmen, sondern in den Umschlag kommt jetzt einfach auch diesen Monat nichts mehr rein, egal wie viel Geld ich noch zusätzlich einnehmen werde, durch welche Quelle auch immer. Genau, verkauft habe ich auch ein paar Sachen. Ich hatte ein paar Stiefel, das hatte ich letztens schon erzählt, ein paar Stiefeletten und eine Tasche verkauft. Jetzt ist noch zusätzlich eine Tasche weggegangen. Finde ich auch sehr gut. Das heißt, die Taschen, die ich aussortiert habe, sind auch einfach, kommen in gute Hände. Und ich habe eine Kosmetik, also ich hatte eine Hourglass Highlighter Palette und eine Joey Blush Palette verkauft. Und sobald das Geld drauf ist, genau, ist gleicht sich das auch ungefähr aus, von daher ist alles gut. Und ja, es macht irgendwie Spaß, da so ein bisschen mitzudenken. Nicht immer, ne? Manchmal denke ich auch, Mensch, jetzt würde ich einfach gerne zum Beispiel diese 150 Euro für die Fossil-Handtasche in die Hand nehmen und es einfach kaufen. Aber nein, erst werden die Ziele bespart. Also die Sachen, die dieses Jahr wirklich noch anstehen, wie Weihnachten, Steuern für mein Nebengewerbe, dann natürlich Versicherungen, jährliche Zahlungen. Und dann kann man immer noch, ne? Aber schön ist ja zum Beispiel zu sehen, ich habe diese Tasche jetzt seit, ich weiß nicht, zwei Monaten fast, anderthalb Monaten habe ich die auf dem Radar, muss immer wieder an sie denken und möchte sie wirklich gerne haben. Möchte ich schon gerne haben. Genau, von daher wird die dann irgendwann bei mir einziehen. Die ist auch nicht so groß, also so. Und hat unheimlich viele Fächer, Stauraum, großartig. Love it.
Ich finde sie total schön. Ja, und was gibt's sonst noch zu sagen? Ich bin schwer verliebt. Ne, also Melli ist. Ja, tut mir leid, Schatzi, Jörg, ne, aber es ist, wie es ist. Ich habe letztens bei Instagram habe ich so ein Video gesehen, da hat Tom Hiddleston abgetanzt. Seitdem bin ich ihm verfallen. Ne? Ich sehe aus, wie ich aussehe. Ich bin total müde und kaputt, weil ich heute Nacht nicht kaum geschlafen habe, weil ich bei Amazon Prime was, glaube ich, eine Serie mit ihm gefunden habe. The Night Shifter? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall irgendwas in der Art. Und mit ihm und Hugh Laurie, also er ist der gute Hugh Laurie, der ja damals den Dr. House gespielt hat, ist der böse. Also nicht böse, er ist wirklich böse. Und so eine kurze Serie mit 8 Folgen. Und ja, es ist traurig zu sagen, weil diese Folgen haben, glaube ich, alle so um die 40 Minuten. Und ich habe alle 8 Folgen gestern gesehen und war deswegen auch erst nachts spät am Schlafen. Und ich bin stehen K.O., muss aber gleich noch basteln. Und dieses Video schneiden und hochladen, damit ihr am Mittwoch ein Video von mir habt. Genau. Weil der eigene Anspruch ist nach wie vor da. Genau. Ja. Ist er nicht gut aussehend? Und wäre der nicht ein cooler neuer Bond? Also mal ganz davon ab, dass Daniel Craig natürlich der für mich, geilste Bond aller Zeiten war. Weil er, wie habe ich auch schon mal gesagt, der hat auch mal aufs Maul gekriegt. Ne? Da ist auch mal der Anzug, hat mal ein paar Knitterfalten bekommen und die Frisur war auch schon mal daneben. Der hat auch schon mal, ne? Genau, war schon ein cooler Typ. Und ich hätte auch nichts dagegen gehabt. Der hätte noch zwei, drei weitere Bonds gemacht, weil ich ihn einfach genial finde. Und ich finde, er wurde sogar besser. Jetzt der letzte Bond war jetzt nicht so ganz mein Fall, weil war mir dann doch ein bisschen zu. Ich fand es nicht gut, dass er gestorben ist. Und ich fand auch diese Wendung mit dem Kind dann hinterher, fand ich nicht so geil, aber. Das ist natürlich Geschmackssache, ne? Das kann ja jeder sehen, wie er möchte. Aber Tom Hiddleston, stellen wir ihn uns einfach mal als Bond vor. Wenn du nicht wisst, von wem ich spreche, googelt. Oder ihr kennt vielleicht die Marvel-Filme, da spielt er, ich glaube, bei Thor und Avengers, ich weiß nicht, noch woanders. Ich habe die Filme nicht gesehen, deswegen weiß ich das nur vom Hörensagen und vom Googeln. Spielt er den Loki, also den Bösewicht. Wobei ich finde, da sieht er nicht so wahnsinnig attraktiv aus. Wo er auch wahnsinnig attraktiv aussieht, finde ich, ist in dem Film habe ich auch am Wochenende gesehen. Hey, Fangirl. Dauert nicht mehr lange, dann habe ich hier Poster an der Wand hängen. Nein, so schlimm wird es nicht sein, aber wie hieß der Film noch? Prison. Nee. Crimson Peak, glaube ich. Der Film ist auch schon ein paar Jahre alt, aber so ein bisschen gruselig, aber nicht. Also ist erträglich, also auch für zarte Beseitete noch machbar, finde ich. Also, ja, Schnuckelchen. Genau. Also, Schatzi, wenn du das hier siehst, es ist um mich geschehen. So. Ich höre jetzt auf zu quatschen. Und ich denke, das Video ist wahrscheinlich auch lang genug, vermutlich. Also, so wie ich mich einschätze, ich quatsche einfach immer viel zu viel, viel zu lange. Und ja, ich hau euch in die Infobox, was ich euch in die Infobox hauen kann. Und auch meine Infos zum Gewinnspiel, ne? Weil ich möchte ja, dass viele von euch teilnehmen und sich jemand richtig doll darüber freut. Und genau, von daher sage ich jetzt mal Tschüssi und bis bald. Ciao.